Hallo und einen schönen guten Tag, wünscht euch Ute. So, ich möchte euch jetzt mal zeigen, weil ich ja bei meinen Mustern immer drüber stehen habe, Sockenmuster. Nicht, dass einer meint, ich könnte keine Socken stricken oder das Muster würde dann nicht immer passen. Alle Muster, die ich zeige, ja, die nicht gerade von der linken Seite nochmal umgesetzt werden müssen, kann man auf einen Socken übertragen. Das heißt, wenn ihr eine Reihe Muster gestrickt habt, strickt ihr eine Reihe rechts darüber. Das wäre dann genauso, als wenn ihr eine linke von der linken Seite strickt, dann erscheint die Masche auf der rechten Seite auch rechts. Ja, wenn ihr euch das so ein bisschen merken würdet, dann kommt ihr schon damit klar. Das sieht man auch hier. Hier ist auch schon wieder eine Reihe nach diesem Umschlag hier, kommt da hier wieder eine Reihe rechts darüber und über diesem Lochmuster, nur mal um zu zeigen, dass man es umsetzen kann. Dann habe ich noch mal hier ein paar Socken, da sieht man es auch ganz schön mit diesem Lochmuster hier. Ja, dann immer eine Reihe rechts darüber und hier sieht man auch eine Reihe rechts darüber und dann wurde das Loch wieder versetzt. Ja, so und dann haben wir hier noch ein paar. Ich will jetzt nicht ganz so viele zeigen, weil ich denke, das braucht man gar nicht. Und hier genauso. Ja, das ist ein bisschen aufregendes Muster. Aufregend hier. Mehr so für einen Trachtensocken gedacht, dieses Muster. Und auch hier habt ihr wieder, wie ihr hier oben sehen könnt, immer eine Reihe rechts darüber. Auch hier. Das ist dann die rechte Masche, die ihr drüber habt, bevor ihr wieder neu anfangt. Ja? Und auch hier immer wieder versetzt. Hier die Schräge dann und dann kommt immer eine rechte Reihe da drüber. So, dann habe ich jetzt hier, und zwar ist das Speichenmuster. Ich habe es jetzt mal rund gestrickt, damit man sich das vorstellen kann. Dass dieses Muster auch rund gestrickt werden kann. Ja? Das Speichenmuster, das heißt, drei Maschen werden auf eine Nadel genommen und der Faden durch diese drei Maschen gezogen. Und das ergibt denn hier oben, wie ihr sehen könnt, diese Maschen. Ja? Und dann wird hier drüber eine Reihe rechts gestrickt. Ihr würdet ja normalerweise, so wie es bei meinem Muster ist, was ich zeige, würdet ihr die Arbeit rumdrehen und eine von der linken Seite der linke Maschen stricken, die dann auf dieser Seite hier die rechte Maschen ergeben. Ihr strickt dann hier eine Reihe rechter Maschen darüber. Also Muster stricken und dann immer eine Reihe rechte Maschen darüber. Ich habe es hier oben mit Weiß nochmal gemacht. Vielleicht kann man es da auch noch schön sehen hier. Ja, so. Dann immer eine Reihe rechter Maschen darüber. Und schon habt ihr euer Muster. Einmal rund stricken. Seht ihr? Da habe ich eine Masche verloren. Okay. Ist ja nur ein Muster. Ich brauche es ja nicht mehr. Es sollte nur dafür da sein, dass ich euch zeigen kann, dass es funktioniert. Ja? So. So. Ich hoffe, ich konnte etwas damit anfangen und wenn das mit diesem Speichenmuster immer noch nicht klar ist, dann kann ich es auch mal zeigen, wie es gestrickt wird. Aber ich denke mir, so wie ich es jetzt gerade erklärt habe, dass wenn ihr die drei zusammengestrickt habt und wie man den Faden durch die drei Maschen gezogen habt und dann wieder drei Maschen hier aufgenommen habt, dann habt ihr ja hier unten drei, die ihr dann zusammengezogen habt und aus diesen drei Maschen hier oben nimmt ihr hier oben wieder drei mit einem Umschlag und noch eine durchziehen und drei und dann, wenn ihr die Arbeit dann bis zum Ende gestrickt habt, dann strickt ihr hier drüber eine rechte Reihe und schon habt ihr euer Muster. Ich habe das hier sehr fest gestrickt, ein bisschen lockerer, sehr hübscher aus. Ja, und hier die liegenden Maschen muss nicht sein, kann man aber damit sehr schön einrahmen und hätte dann eventuell hier so ein schönes Bündchen oben am Socken, was natürlich dann auch wieder schön aussehen, wenn man hier nur so ein Bündchen hat mit diesem Muster. Ja, und hier oben das Weiße sieht man nicht ganz so kräftig, aber man sieht hier auch wieder die Maschen, die wir durchgezogen haben, die neuen Maschen da oben drüber mit den Umschlägen und die rechte Reihe da drüber. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen bei dem kleinen Video und wer es noch nicht ganz verstanden hat,
Da kann ihr nochmal nachfragen. Aber wie gesagt, Muster stricken, rechts dann einmal eine Reihe rechts darüber oder zwei, je nachdem, wie hoch ihr euer Muster gerne haben wollt. Wenn ihr sagt, ich möchte jetzt in den nächsten zwei Reihen wieder das Muster wiederholen, dann könnt ihr das natürlich machen. Und immer eine rechte Reihe darüber, damit das auch dieses Muster ergibt. Was ich bei den vorherigen Socken ja auch gezeigt habe, dass man immer eine Reihe rechts nochmal drüber stricken sollte, damit wir dieses Muster bekommen. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Eure Ute.